Kräftige Rentenerhöhung für das Jahr 2025 vorhergesagt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Rentenerhöhung 2024 ist Geschichte. Zum 1.7.2024 sind die gesetzlichen Renten um 4,57% angestiegen. Das ist bekannt. Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben in Deutschland seit dem 1.7.2024 höhere Renten erhalten. Die Rentenanpassungsbescheide dürften nunmehr alle in Deutschland, alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland oder die im Ausland leben, erhalten haben. Ja, und nun geht natürlich der Blick nach vorne in das Jahr 2025 und da geht natürlich das wilde Spekulieren schon wieder los. Und wie soll es nicht anders sein, habe ich was ganz Interessantes gefunden. Und zwar hat die Deutsche Bundesbank im Monatsbericht August 2024, ich zeige Ihnen das mal, etwas zur Finanzlage in Deutschland erläutert, auch in der Vorausschau für das Jahr 2025. Und dort auf der Seite 128 habe ich auch für Sie rausgesucht hier, ich mache es mal noch ein bisschen größer. Dann für die deutsche Rentenversicherung etwas gesagt. Also auf der Seite 127 finden wir einen Ausblick auf das Jahr 2024 und 2025, auf die Finanzlage der deutschen Rentenversicherung. Und dann gehen wir einfach mal in die Seite 128 rein. Und dort steht praktisch ein Satz, der hochinteressant ist. Im nächsten Jahr 2025 ist mit einem Defizit zu rechnen, denn die Ausgaben dürften weiterhin recht dynamisch steigen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Die Rentenanpassungen Mitte 2025 dürften ähnlich hoch ausfallen wie im laufenden Jahr und die Rentenzahl demografiebedingt spürbar noch zunehmen. Ja, meine Damen und Herren, die Bundesbanker sind schon in ihrer Vorausschau relativ korrekt oder relativ nah an bestimmten Werten dran und sagen, die Rentenanpassung im Jahr 2025 könnte ähnlich hoch ausfallen wie im Jahr 2024. Das heißt also, wir bewegen uns irgendwo im Bereich 4 bis 5% Rentensteigerung. Und das, meine Damen und Herren, wäre wiederum eine kräftige Rentensteigerung, weil die Inflationszahlen auch Gott sei Dank ein bisschen zurückgehen, dürfte dann auch im Jahr 2025 für die Rentnerinnen und Rentner real letzten Endes im Anstieg mehr im Portemonnaie bleiben als in den Jahren 2021, 22, da war ja sozusagen, oder 23, da war es ja relativ flau im Portemonnaie. Ja, was sage ich dazu? Erstmal freue ich mich natürlich über die Vorausschau und über die Prognose, das ist ganz klar. Und dann gibt es noch was Positives. Die Nominallöhne in Deutschland sind im ersten Quartal laut dem Bundesamt für Statistik um 6,4% gestiegen. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Aber ich warne davor, nun gleich darauf sich zu stürzen und zu sagen, 6,4%, da müssten es ja auch 6,4% Rentenerhöhung sein. Nein, meine Damen und Herren, Nominallohnanpassung ist nicht gleichzusetzen mit den Werten, die die Rentenversicherung dann dem Bundesminister für Arbeit und Soziales im März 2025 verkündet, im Hinblick auf die Rentenwertberechnung oder die Neuberechnung des Rentenwertes. Das erfahren wir alles dann im Frühjahr 2025, wie sich dann die Löhne und Gehälter im rentenrechtlichen Sinne im Zusammenhang mit der Rentenwertberechnung dann entwickelt haben. Das ist also bitte nicht gleichzusetzen mit den Nominallöhnen. Aber was ich auch sagen kann, ist, die Nominallohnerhöhung in Deutschland ist schon ein gewisser Gradmesser, woran wir sehen, dass es möglicherweise in Deutschland im Jahr 2025 erstens eine Rentenerhöhung geben wird und zweitens, dass sie kräftig ausfallen wird. Wie hoch sie konkret ausfallen wird, das kann ich Ihnen natürlich heute nicht sagen. Aber eines ist klar, spekulieren dürfen wir alle und wir dürfen uns auch möglicherweise, so sagt es auch die Deutsche Bundesbank, auf eine kräftige Rentenerhöhung im Jahr 2025 freuen. Also, meine Damen und Herren, wenn es Neuerungen geben sollte zu diesem Thema, werden wir natürlich berichten. Alles andere finden Sie auf unserem YouTube-Kanal rentenbescheid24.de oder auf unserer Internetplattform rentenbescheid24.de unter der Rubrik Aktuelles. Da können Sie auch vieles zum Thema gesetzliche Rente nachlesen. Das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.